Ja, moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Milideas und heute werden wir darüber sprechen, was es mit Verschmelzita und vor allem dem Ritual der ersten Wyverianer auf sich hat, weil ich das im letzten Video mit Verschmelzita leider vergessen habe. Ich möchte es jetzt nachreichen, damit ihr halt die Informationen bekommt, ja, die ihr wahrscheinlich vermisst habt. Und ja, deswegen gucken wir mal einfach rein. Und die verschiedenen Tempered gerade, also die verschiedenen gehärteten Monster gerade, habe ich auch in einem anderen Video erklärt. Das werde ich euch unten in der Beschreibung nochmal verlinken. Wenn ihr nicht wisst, was es mit gehärteten Monstern auf sich hat und den verschiedenen Stufen, weil da werde ich jetzt ein bisschen was drüber erklären, was ihr dort bekommt. Und falls ihr das nicht wisst, dann könnt ihr dort nachschauen. Auf jeden Fall bekommt ihr in den verschiedenen Leveln, sage ich mal, höchstwahrscheinlich andere Stromsteine. Das heißt, in Tempered 1, also Jägerrang 13, bekommt ihr höchstwahrscheinlich nur Stromsteinscherben. Stromsteine dann eher in Jägerrang 30, also Tempered 2, beziehungsweise gehärtete Monster 2, Bedrohungsstufe 2, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ich werde es hier Tempered nennen. Tempered 2 und schimmernder Stromstein, ja, Tempered 3. Das heißt, man kann, glaube ich, auch die so ein bisschen vorher finden. Das heißt, man kann auch schimmernde Stromsteine in den anderen beiden Leveln finden. Allerdings habe ich meine meisten eigentlich halt auch in Jägerrang 50 gefunden. Das heißt, wenn ihr die unbedingt farmen wollt, wäre wohl die Bedrohungsstufe 3 am sinnvollsten. Die genauen Dropchancen habe ich jetzt hier nicht. Allerdings, ja, ist das so mein Gefühl. Und ja, wenn ich einfach gehärtete Monster farme, dann kriege ich genug Stromsteine verschiedene. Und ja, 30 bis 50 farme ich immer. Und da kriege ich eigentlich immer ganz gut welche, wie ihr auch an der Zahl unten rechts sehen könnt. Aber wozu brauchen wir diese? Ja, die sind ja nicht einfach aufgeführt, weil das einfach nur hübsch aussieht, sondern wir brauchen es ja auch für dieses Ritual. Da gehen wir jetzt mal rein. Und dann sehen wir schon Turmzauberei, Korallenmachwerk und seltsamer Strom. Die Turmzauberei ist das günstigste. Danach kommt das Korallenmachwerk und dann der seltsame Strom. Aber ja, was bringen die? Ihr seht schon, hier sind die abgenutzten Feensteine zu erhalten, hier die leuchtenden Feensteine und hier die mysteriösen Feensteine. Das könnt ihr euch einfach so vorstellen, niedrige Dropchance hier auf gute, hier etwas bessere Dropchance und hier noch besser. Weil diese Feensteine, die man bekommen kann, die haben auch eine bestimmte Seltenheit und diese Seltenheit ist halt durch die Schmelztechnik, sage ich mal, vorgegeben. Also wollt ihr wirklich die höchste Chance auf die besten Steine, dann macht ihr das den seltsamen Strom. Korallenmachwerk und Turmzauberei bringt euch zwar auch genauso viele Dekorationen, aber die Chance, dass diese gut sind, ist ein bisschen geringer. So, aber wie funktioniert das Ganze? Das werde ich euch jetzt zeigen. Wir gehen hier einfach rein und dann schauen wir einfach mal, okay, welche von diesen Steinen brauchen wir denn nicht. Zum Beispiel Giftjuwelen finde ich, Giftangriff finde ich scheiße. Packe ich jetzt einfach mal alle rein. Bitte achtet darauf, dass ihr, zum Beispiel wenn ihr jetzt noch ein paar haben wollt, dann nehmt ihr einfach, ja, 9 Stück, dann habt ihr noch 3 über. Würde ich euch zum Beispiel bei Abwehrgames immer empfehlen, damit ihr immer die Möglichkeit habt, eure Ausrüstung so zu augmentieren, dass sie für die jeweilige Mission angepasst ist. So, Drachenangriff nehmen wir auch noch mit rein und schon sehen wir, dass ich es jetzt nicht mehr erhöhen kann. Ich kann nur noch wegnehmen. Das heißt, wir haben die volle Anzahl. Da steht auch Einschmelzpunkte 112, Forschungspunkte müssen wir bezahlen zu 1200. Also pro Stein bezahlen wir dann diese 400 Punkte, die auf der linken Seite mit der Schmelztechnik angegeben sind als Preis. Und jetzt sagen wir einfach einschmelzen. Und sobald wir das getan haben, werden alle Steine, die wir dort eingegeben haben, die 12 Giftsteine und die 2 Drachensteine, werden verbraucht und zu neuen Steinen verschmolzen. Diese neuen Steine sind so, als würdet ihr sie halt am Ende einer Mission bekommen. Deswegen kann ich jetzt auch sagen, hier Wertermittlung, wie auch an einer Mission. Hier haben wir einen Wirkbereichstein bekommen, einmal Pestwiderstand und nochmal Wirkbereich. Das ist total lagabhängig. Jetzt sind die Steine halt weg und ich habe neue bekommen, dafür halt ein paar Punkte bezahlt und mit etwas Glück, ja, kann man hier ganz schön gute Steine bekommen. Das ist aber wie auch am Ende einer Mission total glücksabhängig. Ja,
Das war es auch zu dem Ritual der ersten Vivrianer. Ihr braucht ja diese Stromsteine, hier diese Stromsteine, die ihr halt in verschiedenen Tempered-Missionen bekommen könnt. Also einfach losgehen, den Tempered-Monstern auf die Fresse hauen, dann bekommt ihr die Stromsteine, wie auch Dekorationen, die ihr dann im Endeffekt hier einschmelzen könnt, wenn sie euch nicht gefallen. Und ja, hoffentlich bekommt ihr dann die Steine, die ihr braucht. So, ich hoffe mal, mit diesem nachgereichten Informationsvideo konnte ich den Wissensdurst von denen befriedigen, ja, die in dem anderen Video nicht ganz so zufrieden waren. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Wenn das Video geholfen hat, Däumchen nach oben nicht vergessen. Wie gesagt, noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch was, bis denne und tschüss.